Episode 2, richtig essen macht schlanker. Herzlich willkommen zum Podcast, ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Von und mit eurem Norbert Beck. Von Essen hat er voll die Ahnung. Man sagt, er könne kochen, dass dem Horst dabei die Lichter ausgehen. Und hier ist er wieder, euer Norbert Beck. Willkommen im zweiten Beitrag meines Podcasts. Ja, lasst uns doch mal über das Thema Ernährung sprechen. Passt für mich die Tage irgendwie sowieso, weil ich mir meinen Magen so ein bisschen angeknackst habe. Tja, ich sag mal so, wenn man über 3 Tage auf dem Klo durch einen Reisigbesen direkt in eine Flasche reinkacken könnte, das macht nicht so wirklich Spaß. Und wenn es dazu noch, sobald man irgendwo was isst, mit Magenkrämpfen und Schmerzen endet, nein, das ist nicht jedermanns Sache, das möchte keiner haben, das ist einfach nur fies. Gut, bei mir ist es dann halt so geendet, dass ich letzten Endes dann doch zu Frau Doktor gehen musste, die jetzt ausnahmsweise mal da war, weil durch Corona und die ganzen Impfungen schafft mein Hausarzt das nicht mehr alleine, hat sich dann noch eine Hilfe mit dazu genommen. Ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Bislang habe ich noch keine Ärztin gesehen, die einen so gut aufgeklärt hat und auf Augenhöhe mit einem gesprochen hat. Also wirklich eine super Leistung und ich freue mich schon darauf, wenn ich das nächste Mal mit ihr zusammentreffe. Ich sag mal so, die Quintessenz war eigentlich gewesen, das, was ich gemacht habe, war grundlegend für meinen Magen falsch. Weil wie es halt so ist, man versucht halt den Durchfall zu stoppen. Kann man machen, nur die Sache ist das, was im Magen drin ist, will raus, aus einem guten Grund, weil es in dem Moment für den Magen nicht in Ordnung ist. Deswegen ist es hier meistens sinnvoller, das, was raus will, einfach rauszulassen und dann dafür zu sorgen, dass dann mit entsprechender Schonernährung und allem drum und dran das Ganze nicht zu lange dauert und der Magen sich wieder regenerieren kann. Ich muss hier dementsprechend auch meine Ärztin wirklich sehr loben mit ihren Empfehlungen, die sie mir gegeben hat und auch mit dem Mittel. Es handelt sich da um ein pflanzliches Mittel, was sie mir empfohlen hat. Da ist es wirklich tatsächlich innerhalb von nicht ganz 2 Tagen deutlich besser geworden. Auch wenn ich sonst noch einige chronische Probleme im Magen-Darm-Bereich habe, die im Nachlauf dann entsprechend angegangen werden müssen. Ja, aber worum es eigentlich bei mir hier geht, ist Ernährung und Abnehmen. Das Grundprinzip jedes Abnehmens ist eigentlich gleich. Wenn man am Essen ist, es muss oben weniger rein, als der Körper insgesamt verbraucht. Das ist eigentlich das Grundkonzept, was beim Abnehmen der Fall sein sollte. Im Regelfall sollte dieses auch noch mit entsprechend ein bisschen Bewegung, ich möchte nicht gleich von Sport sprechen, aber so in die Richtung sollte es schon gehen, garniert werden und dann gehen peu à peu die Kilos verloren. Einfaches Grundrezept, funktioniert eigentlich in der Regel fast immer. Natürlich gibt es auch hier gewisse Ausnahmen. Es gibt Menschen, die aus irgendwelchen Krankheitsgründen auf diese Art und Weise nicht abnehmen können. Allerdings, das ist eigentlich eher selten und sollte auch entsprechend medizinisch untersucht und entsprechend auch behandelt werden, weil das einfach so zu lassen und dann zu sagen, ich lasse die Kilos mal da, wo sie sind, ist auch kein Dauerzustand. Vor etwa 10 Jahren habe ich ja schon mal mich mehr als halbiert und da hieß mein Konzept schlank im Schlaf. Man könnte jetzt anfangen darüber zu lachen über den Titel. Gut, ich habe den Titel mir nicht ausgesucht. Das war ein Doc Pape, der eine Insulintrennkost entwickelt hat und es, um das Grundgerippe mal zu beschreiben, es geht eigentlich darum, dass der Körper in der Nacht
sich regeneriert und repariert. Und die Energie dafür nimmt er aus seinen körpereigenen Zellen. Das funktioniert allerdings nur, wenn das körpereigene Insulin nicht massenweise vorhanden ist. Und da fangen eigentlich schon die Probleme in den meisten Fällen an. Mit dem, was wir am Tag so essen und ich sag mal so, auch was dann abends dann oftmals gegessen wird, hier noch ein kleiner Snack, da noch ein Snickers, liegt Insulin in rauen Mengen an. Man könnte es schon fast so vergleichen, als wenn man sagen würde, die Fettzellen, die haben da eine Sicherheit, als wenn sie irgendwo im Tresor von der Bank liegen. Ja, das ist nicht gut und das ist auch nicht das, was man braucht. Also sagt Doc Pape, dass es abends keine Kohlenhydrate mehr gibt. Gut, ganz keine Kohlenhydrate ist meistens auch sehr schwierig. Reden wir an der Stelle mal lieber von wenig Kohlenhydrate. Und ich habe das Konzept für mich eigentlich nochmal vereinfacht und sage nicht keine Kohlenhydrate. Ich lasse einfach nur die größten Container, Reis, Nudeln, Brot, Kartoffeln weg. Gut, man könnte jetzt sagen Kartoffeln. So der riesen Kohlenhydratcontainer sind die eigentlich auch nicht. Ja, es sind aber die immer noch von den was an Kohlenhydraten hat, eins, was mit mehr als ein Durchschnitt an Kohlenhydraten da ist, darum lasse ich das entsprechend da auch mit. Und vor allen Dingen, ich muss ja auf die Kartoffeln nicht verzichten. Diese Regel gilt für abends. Wenn ich denn unbedingt Kartoffeln oder Nudeln haben will, kann ich die auch essen. Dann esse ich das entsprechend zum Mittagessen. Und dann gibt es halt abends irgendeine andere Mahlzeit, die halt eben meinen Regeln angepasst sind. Ja, Regeln. Da wird es dann schon ein bisschen problematisch mit schlankem Schlaf. Rein theoretisch könnte man schlankem Schlaf auch bei McDonald's durchführen. Gut, ich möchte nicht bei McDonald's schlafen, ich möchte schlanker werden. Darum lasse ich das lieber bleiben. Aber interessant zu wissen, dass das eigentlich möglich wäre. Das Konzept von schlankem Schlaf ist natürlich deutlich weitreichender als ein paar grundlegende Regeln zur Ernährung. Da gibt es natürlich dann auch noch die Empfehlung, Sport zu machen, was optimalerweise zu bestimmten Uhrzeiten stattfindet. Dann geht es darum, ausreichend zu schlafen, was allerdings dazu führen würde, dass ich abends um 8:30 dann schon mich meiner Melatoninauslastung zuführen würde, nur um morgens noch früher aufzustehen, als ich es ohnehin schon aus Gewohnheit tue, auch nicht gerade unbedingt erzielenswert. Allerdings, was das Schlafen betrifft, habe ich hier für die Qualität ein bisschen was getan. Ich bin regelmäßig gerädert morgens aus dem Bett rausgekommen. Das hing schon auch damit zusammen mit der Pflege meiner Mutter, dass eigentlich abends nach 20 Uhr, wo sie im Bett gelegen hat, für mich der Tag erst angefangen hat. Entsprechend unregelmäßig bin ich ins Bett gekommen, entsprechend gerädert bin ich morgens aufgestanden. Dazu meine Matratze, die ging mittlerweile vom Alter auch schon langsam auf die 20 Jahre zu. Das hat dann natürlich meine Rücken und meinen Hüften auch nicht unbedingt so mehr den Halt gegeben, wie es eine Matratze tun sollte. Also habe ich erstmal angefangen und habe die Matratze ausgetauscht. Gegen etwas, was für meine Gewichtsklasse besser geeignet ist. Ich habe meinen Tagesablauf besser strukturiert. Es sind zwar nicht von den Uhrzeiten her, dass ich um 20.30 Uhr, wie es lieber der Doc lieber sehen würde, ins Bett gehe, aber es ist regelmäßig so, dass ich vor 23 Uhr im Bett bin, dass ich noch eine halbe Stunde lese und meine 7 bis 8 Stunden schlafe. Und das mittlerweile aus meiner Sicht sogar sehr gut, auch wenn man es meine Smartwatch mit ihren täglichen Analysen oftmals leider sehr anders sieht. Hier habe ich schon einiges getan. Ja, was ist denn nun mit der Ernährung? Ich backe seit einiger Zeit selbst. Ich mache mein eigenes Brot, ich mache meinen eigenen Joghurt, ich setze eigene Brühen an, aus denen ich mir meine Gerichte dann koche. Ich koche mittlerweile auch einige Sachen vor. Das heißt,
wenn man alleine ist, für sich alleine nur zu kochen, das ist meistens immer ein bisschen schwierig. Guck doch mal in die ganzen Rezeptbücher. Die Rezepte sind meistens mindestens für 2 Personen, in der Regel für 3 bis 4 Personen ausgelegt. Gut, ich nutze das mittlerweile mal zu meinem Vorteil. Für mich heißt das, dass ich nicht mehr regelmäßig den Herd anschmeißen muss, um was Gutes auf dem Tisch zu haben, sondern ich suche mir meine Rezepte so aus, dass ich etwas koche und die Reste entsprechend entweder im Kühlschrank stellen kann, um sie 1 oder 2 Tage später zu genießen, oder ich tue sie in entsprechenden Behältern einfrieren, um in der Woche oder der darauffolgenden Woche auch noch mal etwas Leckeres auf den Tisch zu bekommen. Das spart mir Arbeit, es spart mir auch Zeit und ich habe trotzdem immer was Gutes und Leckeres auf dem Tisch. Insgesamt ist natürlich das Kochen für mich mit etwas mehr Vorarbeit verbunden. Diese Vorarbeit ist in der Regel so gestaltet, dass ich zum Wochenende mich hinsetze und erstmal die ganzen Angebotsblätter durchsortiere. Ich gucke, was gibt es hier im Angebot, was gibt es da im Angebot, und dann entwickle ich daraus meinen Wochenplan, was ich gerne über die Woche essen möchte. Für mich hat das 2 Vorteile. Das eine ist, das, was ich an Gemüse kaufe, ist in der Regel saisonal. Man kauft ja nicht unbedingt Weihnachten Erdbeeren. Gut, ich kenne genug Leute, die das trotzdem machen. Sondern man kauft Erdbeeren dann, wenn sie gerade wachsen. Genauso geht es mit den ganzen anderen Gemüse und so weiter. Zu den Zeiten, wo das eigentlich angesagt hat, ist dieses Gemüse auch am schmackhaftesten. Und im Gegensatz zu dem, was aus irgendwelchen Gewächshäusern kommt, sind Tomaten immer noch am leckersten, wenn sie frisch vom Strauch gepflückt sind und der irgendwo im Garten, auf einem Feld oder sonst irgendwo gestanden hat. Das andere ist, ich habe den Vorteil, dadurch, dass ich mir einen vorplane, dass ich eine Einkaufsliste habe. Mit dieser Einkaufsliste, wenn ich damit in die Läden reingehe, weiß ich ganz genau, das und das muss ich haben, damit ich meinen Wochenplan, was ich kochen möchte, erfüllen kann. Es bietet mir aber natürlich auch noch eine andere Stütze. Ihr kennt das doch beim Einkaufen von euch selber. Man sieht dann auf einmal, hups, da sind noch die Snickers im Angebot. Oh, gucke mal, da, die Chips, die gibt's jetzt auch mit Linsen. Und, schwupp, ist das alles im Einkaufswagen gewandert. Und man wundert sich hinterher, wenn man zu Hause die ganzen Einkaufstaschen auspackt, dass man deutlich mehr gekauft hat, als wie man eigentlich haben wollte. Und das Schlimme ist, man hat es nicht nur gekauft, man isst es. Und wenn man sich die ganzen Sachen so ansieht, die man sich da so drumherum extra gekauft hat, man bräuchte sie eigentlich nicht zu essen. Man könnte eigentlich auch gleich den Tacker nehmen und könnte sie sich selber drum um seine Rippen drumherum tackern. Wäre genauso effektiv wie das, wenn man sie sich erstmal im Mund reinsteckt. Ja, das kann man sich alles damit sparen, wenn man möchte. Und man muss nicht trotzdem unbedingt das so machen, dass man das Gefühl hat, man verzichtet auf irgendetwas. Ich kenne das noch von früher her, wenn man irgendwelche Ernährungsumstellungen gemacht hat. Meistens war es ja nicht nur die Ernährung, die umgestellt wurde. Eigentlich wurde dann in solchen Fällen das komplette Leben umgekrempelt. Kein Stein wurde mehr auf den anderen gelassen. Ja, und das war eigentlich das gewesen. Der Mensch lebt von seinen Gewohnheiten und er möchte aus seinen Gewohnheiten nicht raus. Und das ist auch der Grund, warum viele sehr schnell wieder aufgeben. Es gibt heute in vielen Bereichen, die in diese Richtung gehen, so eine 80-zu-20 Regel. 80-zu-20, das heißt, in 80% der Zeit tut man sich entsprechend der Regeln, die man sich vorgenommen hat, verhalten. Und in 20% der Zeit darf man seine Lieblingssachen essen. Gut, 80-zu-20 bei 7 Tage die Woche heißt das 1,4 Tage. Dürfte ich essen, was ich möchte. Das heißt, wenn ich die ganze Woche mich sauber verhalte, ich fange dann Samstag um 14.24 Uhr an und darf bis um Sonntag um Mitternacht essen, was ich will.
Nee, gut, so einfach will ich es mir an dieser Stelle gar nicht machen. Zum einen, ich hasse krumme Zahlen. Zum anderen, das würde das Ganze natürlich ad absurdum führen. Es geht darum, dass man sich dann auch mal eine Kleinigkeit gönnen kann. Und zwar von den Sachen, die man wirklich gerne isst. In Maßen. Nicht, dass man jetzt übertreibt und glaubt, man muss sich einmal quer durchs Schwein durchfuttern oder sowas in der Richtung. Also das ist jetzt absolut damit gar nicht gemeint. Sondern, dass man sich mal eine kleine Freude gönnt. Und ich sage mal so, in einer gewissen Zeit kann dann auch eine ganz normale Portion Pommes auf einmal etwas ultra Leckeres sein. Ja, das ist einmal der eine Anfang, den ich hier habe. Der andere Anfang ist, das, was ich esse, ändert sich. Ich habe es schon probiert und war eine Zeit lang als Vegetarier unterwegs. Später ist das Ganze noch ein bisschen ernster gefasst worden. Da habe ich mich wirklich über lange Monate vegan ernährt. Ich habe mir dabei natürlich dann auch so das eine oder andere Problem ins Haus reingeholt, wo ich dann letzten Endes dann feststellen musste, dass vegan für mich nicht so hundertprozentig funktioniert. Deswegen möchte ich nicht wieder komplett in diese Richtung rein. Aber was es halt für mich dann halt am ehesten trifft, ist dann halt, ich möchte mehr Gemüse essen, weniger Fleisch. Und wenn ich Fleisch esse, möchte ich gutes Fleisch haben und ich möchte auch Fleisch haben, was für mich passt. Das heißt, Schwein, Rind fallen für mich weitestgehend raus. Wenn es dann irgendwo was mit Fleisch gibt, dann wird es Geflügel sein, Hähnchen, Pute, Truthahn, sowas in der Richtung halt entsprechend rein. Oder wenn sowas halt mal nicht auf dem Plan steht, schönen Fisch. Fisch hat Omega-3-Fettsäuren drin und noch das eine oder andere, was halt für den Körper sehr gesund ist. Und das ist natürlich ein guter Ausgleich, wenn man den Leuten glaubt, die Pläne für Ernährung machen, sollten sowieso in einer guten Küche mindestens ein bis zweimal die Woche Fisch auf dem Plan stehen. Na gut, die meisten schaffen es nicht. Ich bin auch noch auf einem guten Weg dahin, wobei ich Fisch eigentlich sehr gerne esse. Beim Gemüse sollte man sowieso deutlich mehr Portionen Gemüse und Obst essen, als wie wir im Durchschnitt am Tag essen. Obwohl, ich habe auch da meine Handicaps, muss ich ganz offen zugeben. An Brokkoli werde ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr dran kommen. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass meine Mutter mal lange Zeit in Hessisch-Lichtenau im Klinikum lag. Und ich regelmäßig dort zu Besuch war und man wusste halt, dass ich voll berufstätig bin und dass die Besuche dort viel Zeit gefressen haben. Die Besuche waren auch notwendig gewesen, weil so vom klar im Kopf sein, da war meine Mutter nicht immer so hundertprozentig auf dem Damm, so dass meine Anwesenheit dann doch immer mal wieder gefordert war, wegen Besprechungen mit den Ärzten und so weiter. Ja, und dann gab es schon öfters mal den so berühmten Resteteller. Resteteller kennt ihr nicht. Gut, das kann man so erklären, dass in der Regel auf Station immer mal so ein oder zwei Teller mehr mit hochgekommen sind, als wie man eigentlich brauchte. Und dieser Teller war am Ende des Tages eigentlich einfach über gewesen. Und da hatte ich dann halt entsprechend das Glück gehabt, wenn ich dann abends gekommen bin, dass ich die Möglichkeit hatte, so einen Resteteller zu bekommen, dass der dann noch kurz in der Mikrowelle erwärmt worden ist. Und da war meistens leider Brokkoli drauf und das immer in der gleichen Art und Weise zubereitet. Ich konnte das Zeug irgendwann nicht mehr sehen. Und noch heute bin ich eigentlich der Meinung, dass es sich bei Brokkoli um irgendwelches außerirdische Zeugs handelt und nicht unbedingt um Gemüse. Das zweite Gemüse, was bei mir eigentlich nicht so auf der Tagesordnung steht, ist Sauerkraut. Ich kann mit Sauerkraut nichts anfangen. Da sind leider meine Eltern mit Schuld, die sehr wohl damit was anfangen konnten. Und da gab es ganz gerne die berühmte Haxe mit Stampfkartoffeln und Sauerkraut. Und
wie es als kleiner Junge so war. Man kennt das ja. Solange du deine Füße bei mir unterm Tisch stellst, wird gegessen, was auf den Teller kommt. Das heißt, das Zeug musste ich mir mehr oder weniger reinzwingen. Und Essen, was man sich reinzwingt, das ist halt zählt leider selten zum Lieblingsessen. Bei mir hat Sauerkraut irgendwo diesen Beinamen bekommen, Stroh. Einfach schon wegen des Aussehens. Ich komme auch heute an Sauerkraut nicht ran. Ich habe es ab und zu mal immer wieder probiert. Aber irgendwie... Nein, es ist einfach nicht das meine. Mit Weißkraut selber, woraus ja der Sauerkraut gemacht wird, habe ich kein Problem, wenn davon was am Salat dran ist oder meinetwegen, wenn man sich mal einen Döner holt und da ist Weißkraut. Alles kein Problem, aber an Sauerkraut komme ich einfach nicht dran. Gut, ich kenne es von anderen, die haben das Problem mit Spinat. Hätte ich fast genauso bekommen. Ich sag mal so, die Kochkunst meiner Mutter, was Spinat anging, war eigentlich gewesen, man nehme eine Packung Tiefkühlspinat, mache diese in einen Topf und lässt das 10 Minuten köcheln. Fertig. Dazu gab es in der Regel Spiegelei und Kartoffelstampf. Es hat mir nicht wirklich geschmeckt. Nee. Und da konnte man mir auch die Popeye-Filme noch so oft vormachen. Irgendwann bin ich dann doch auch ein bisschen älter geworden und kam dann mit dieser verrückten Kommastelle, was das Eisen betraf. Also nein, Spinat war lange Zeit nicht das meine. Allerdings, da hat sich was geändert, nachdem ich dann vor ein paar Jahren dann selbst angefangen habe zu kochen. Und ich dann rangegangen bin und habe dann Blattspinat genommen. Habe ein bisschen Sahne da dran gegeben. Bisschen Senf, Pfeffer, Salz, kleines bisschen Muskat und habe das entsprechend dann durchkochen lassen. Und wenn ich es ein bisschen würzig wollte, habe ich, bevor ich das Ganze gemacht habe, Zwiebeln ganz fein gehackt, angeröstet und mit dabei gemacht. Einfach lecker. Ja, so kann sich auch der Geschmack irgendwo ändern und dass man dann an alte Sachen doch wieder dran kommt. Aber das zählt nicht für Brokkoli. Tut mir leid. Du bist draußen. Nein, Spaß beiseite. Es soll mehr Gemüse auf dem Teller. Das definitiv. Also in der Richtung soll es für mich dann insgesamt gehen. Sprechen wir doch jetzt einfach mal noch über das Thema Ernährung. Ich habe für mich ja schon gesagt, dass ich für mich die Insulintrennkost schlank im Schlaf ausgewählt habe. Schon aus dem Grund, weil diese vor 10 Jahren für mich schon mal funktioniert hat und ich davon ausgehe, dass sie auch dieses Mal mich wieder zum Erfolg bringen wird. Genauso gut könntet ihr andere Ernährungsformen, sei es Weight Watchers, Low Carb, No Carb oder sonst irgendetwas nehmen. Es muss letzten Endes für euch passen und für euch die richtige Art und Weise sein. Nur weil ich jetzt sage, dass für mich schlank im Schlaf passt, muss das nicht für euch genauso passend sein. Das grundsätzlich gilt halt, es muss ein Konzept sein, was ihr möglichst lange, am besten lebenslang durchhalten könnt. Und das ist halt das Grundproblem, wo viele andere dran scheitern. Die meisten sagen, ich will abnehmen, ich mache eine Diät. Mört, falsch. Diäten, die sind nicht zum Abnehmen geeignet. Klar, ihr könnt dabei Kilos abnehmen, wobei ich kenne da auch genug Leute, die innerhalb von 2 Wochen 14 Tage verloren, aber kein Gramm leichter wurden. Nein, Diäten sind nicht wirklich gedacht, um dauerhaft abzunehmen. Meistens sind diese auch von der Ernährung so angelegt, dass sie von den Kalorien deutlich unter dem gehen, was ihr am Tag eigentlich bräuchtet. Das ist die Art und Weise, wie ihr da abnehmt. Das Grundproblem ist allerdings das Ende der Diät. Meistens hält man sich dann nicht mehr ganz so daran, wie man sich während der Diät ernährt hat. Viele kehren dann auch nach einer gewissen Zeit wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurück. Ja, und nicht nur das, auch die Kilos kommen wieder, samt Zinsen. Ich garantiere euch, das ist eine bessere Verzinsung, wie ihr bei jeder Sparkasse bekommen könnt. Der sogenannte Jojo-Effekt. Nein, wer dauerhaft Kilos loswerden will, muss sich ein Konzept suchen, mit dem er sich lange Zeit entsprechend ernähren kann. Wer glaubt, mit irgendwelchen kurzfristigen Mittelchen Kilos zu verlieren,
ja, der ist für mich irgendwo auf dem Holzweg. Ich kenne aus diversen Foren auch diese Fraktion. Ich hole mir erstmal ein paar Pillen. Oder ich mache mir schöne Shakes aus der Tüte. Ja, auch damit kann man Kilos verlieren. Nur die wenigsten, die ich kenne, haben danach aber den Umstieg geschafft, wo dieser Erfolg dauerhaft blieb. Und außerdem, mal ganz ehrlich, wenn diese Tüten, die es da zu kaufen gibt mit den Shakes und so weiter, so gesund sind, warum haben wir auf dieser Welt noch ein Hungerproblem? Dann musste man doch eigentlich nur mit dem Flugzeug über diese Landstriche drüber bügeln und müsste denen da die Tüten abschmeißen. Die nehmen ein bisschen Wasser oder Milch von ihren Ziegen oder sonst irgendetwas und rühren sich das Zeug an und sind dann alle gut ernährt. Nein, so einfach ist es nicht. Letzten Endes ist das Problem immer das von jedem Abnehmwilligen. Er möchte eigentlich den schnellsten und einfachsten Weg beschreiten. Schnell, einfach gibt es hier nicht. Seid ehrlich zu euch selber. Die Kilos, die ihr zu viel habt, die sind nicht innerhalb von 2 Wochen entstanden. Nein, die habt ihr euch mühsam erarbeitet. Und das über Monate und Jahre. Und zu erwarten, dass diese jetzt innerhalb von kürzester Zeit wieder weggehen, das ist ein Irrglaube. Ich sehe oft genug Leute in irgendwelchen Foren und, oder Diskussionsgruppen reinkommen, die dann sagen, ich möchte möglichst schnell abnehmen. Diesen sage ich dann ganz gerne, ein amputierter Arm bringt schon mal so locker um die 10 Kilo. Ein Fuß kann man schon mit 15, 20 Kilo arbeiten. Reicht das schon? Nein, es ist natürlich sarkastisch gemeint. Und es ist auch nicht der Weg, den man wirklich gehen sollte. Eine gesunde Abnahme bewegt sich irgendwo im Bereich 1, 2 Kilo im Monat normalerweise. Ich sage mal so, je höher das Gewicht, von dem man startet, umso mehr wird man in der Anfangszeit auch abnehmen. Und da sind auch Gewichtsverluste von 5 bis 10 Kilo im Monat nichts Seltenes. Allerdings, es wird sich in einer gewissen Zeit halt, wenn man es richtig macht, bei den üblichen Werten einpendeln. Und das ist auch der ideale Weg, den man normalerweise beschreiten sollte. Und wo man sich auch nicht davon verrückt machen lassen sollte, wenn man mal eine sogenannte Plateauphase erreicht. Sprich eine Phase, wo man über einige Wochen kein Kilo verloren wird, sondern das Gewicht einfach mal so 1 Kilo nach oben oder nach unten schwankt. Das ist zwar nicht, nichts Positives, aber auch in dem Sinne nichts Negatives, weil es sind keine Kilos wieder dazugekommen letzten Endes. Und auch darüber sollte man sich freuen und bewusst sein, dass man trotzdem immer noch in die richtige Richtung geht. Und man muss entsprechend natürlich einen langen Atem haben. Wie gesagt, die Kilos sind nicht von gestern auf heute gekommen. Es hat schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis man zu seinem jetzigen Gewicht gekommen ist. Und es wird auch jede Menge Zeit und Anstrengungen brauchen, diese Kilos wieder loszuwerden. Natürlich braucht man es nicht so zu machen, wie man es bei Sat.1 da sieht, in ihrer schönen Abnehmshow, wo ich mir letzten Endes nicht viel mit anfangen kann, weil für mich werden die Leute dort mehr vorgeführt, als dass ihnen wirklich geholfen wird. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Für mich ist Abnehmen eine Sache, wo es für mich um meine Gesundheit geht. Ich habe genug eigene Probleme mittlerweile, die ich mit mir rumschleppe. Das Herz sagt mir, mach mal ein paar Kilo leichter. Mein Asthma sagt mir, mit weniger auf den Rippen wäre auch ich besser dran. Mein Magen-Darm sagt mir, wenn du dich gesünder ernähren würdest, würde ich auch nicht ganz so sehr rebellieren. Es sind halt so viele Punkte, die da ineinander spielen und die für ein gesünderes und leichteres Leben einfach sprechen. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch so einen Punkt ansprechen. Ich bin natürlich als Blogger auch in gewissen Gruppen in Facebook unterwegs.
wo sich halt Blogger austauschen, wo Podcaster sich austauschen und so weiter und so fort. Und da bin ich natürlich dann auch über einen Blog drüber gestoßen, wo es dann halt um das Thema ging, dass Leute mit ihrem Aussehen glücklich sein sollten. Seltsamerweise war es dann auch gewesen, dass dieser Podcast gleich um Menschen mit einer Gewichtsgruppe von 150 Kilo aufwärts ging. Eine Gruppe, zu der ich leider derzeit deutlichst dazugehöre und die glücklich mit ihrem Körper angeblich sein wollen. Gebt euch nicht einer Illusion hin. Jemand, der 150 Kilo oder mehr wiegt, ist in der Regel nicht glücklich mit seinem Körper. Es sind, wenn man nicht weghört und die rosarote Brille aufsetzt, in der Regel immer irgendwelche körperlichen Probleme vorhanden, die in gewissem Maße schafft man es dann noch, die zu ignorieren. Aber wenn man wirklich ehrlich mit sich ist, sie sind da. Es ist, fängt schon damit an, dass man Probleme hat, vernünftig Klamotten zu kaufen. Nimmt man einen Mann mit einem Gewicht, sagen wir mal so 170, 180, 190 Kilo. Was für eine Größe wird der brauchen? Also ich würde mal sagen, 5XL reicht da locker schon nicht mehr. Wir sprechen hier von 6 bis 7XL. Ja, und dann geht man in die üblichen Läden rein. Ist scheißegal, ob es jetzt C&A ist oder Adler oder sonst irgendetwas. In den großen Bereichen findet ihr fast nichts mehr. Gut, C&A hat jetzt mittlerweile auch erkannt, es gibt immer mehr moppelige Menschen auf der Welt. Wir machen jetzt auch Kleidung bis im Bereich so 5 bis 6 XL hinauf. Wobei, von den Größen könnt ihr getrost. Ich habe halt durch meine Kilos die Erfahrung, locker auch immer 1 bis 2 Nummern abziehen, dass er zu den realen Werten hinkommt. Ja, aber es ist nicht wirklich die Riesenauswahl. Ich bin vor kurzem dazugekommen und habe mir natürlich in weiser Voraussicht dafür, dass ich wieder Sport machen kann, auch ein bisschen sportive Klamotten zugelegt. In der Regel ist es immer so gewesen, egal wo ich hingegangen bin, es gab die eine Baumwollturmhose, es gab dieses eine Shirt, was halbwegs mit Funktionen bedacht war. Und dann war Schluss. Von wegen Riesenauswahl und super stylisch. Nee, das ist da nicht. Und ganz ehrlich, wohlfühlen mit den vielen Kilos. Selbst wenn mir die Leute vor mir sitzen würden, ich würde es ihnen nicht glauben. Ganz einfach, aus der Erfahrung heraus, ich fühle mich selber nicht wohl damit. Du stößt an deine Grenzen. Selbst einfachste Aufgaben werden dann im Prinzip zu großen Herausforderungen. Wenn ich mir überlege, zu Zeiten, wo ich deutlich weniger gewogen habe, was es für einfach war für mich zum Beispiel morgens Strümpfe anzuziehen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie ich zurzeit mich auf der Couch hin und her hangle, dass ich die entsprechend anbekomme. Und da fange ich noch nicht mal davon an, von dem Thema zu sprechen, sich die Zähne zu schneiden. Und ich sag mal so, das sind nur zwei Beispiele. Ich könnte da jetzt noch die nächsten 2-3 Stunden weiter drüber sabbeln, was alles nicht so funktioniert und alles nicht so geht. Nein, glücklich ist man mit den vielen Kilos nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich von diesen Podcasts nicht wirklich viel halten, geschweige denn, dass ich diese in irgendeiner Form unterstützen könnte. Klar, niemand sollte wegen seines Aussehens beleidigt werden. Das ist vollkommen richtig, da gehe ich vollkommen d'accord damit. Weil die meisten kennen die Geschichte dahinter nicht, sie wissen nicht, wie es dazu gekommen ist und allen drum und dran. Aber dann zu sagen, ja, ich bin so, wie ich bin so glücklich. Nee, so einfach ist es leider nicht.
So, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug in die Welt der Dicken und Übergewichtigen gemacht. Kommen wir einfach wieder mal zum Thema Ernährung zurück. Ernährung ist natürlich immer die Sache, man kann sich gut ernähren, man kann sich gesund ernähren. Aber eins habe ich mittlerweile festgestellt, das ist wirklich ein Problem. Gerade dadurch, dass meine Mutter verstorben ist, fällt es mir als neuer Single entsprechend auf. Kochen für Singles. Das ist so ein Feld für sich, wo man sich so seine Gedanken drüber machen muss. Nimmt mal die ganzen Rezeptbücher, da stehen dann drinne Rezepte, zwei Personen. Da hat dann irgendwo der Herr Rachenbuch reingemacht, 3 bis 4 Personen. Da guckst du beim Schuhbeck rein, auch mindestens 2 bis 3 Personen in die Rezepte. Du hast in der Regel selten Rezepte, die wirklich auf Singles ausgelegt sind. Gut, man könnte sich die Rezepte runterbrechen. Aber nimmt man ein einfaches Rezept, brecht das mal runter und habt dann ein Rezept mit einem Dreiviertel Ei. Blödsinn noch 3. Ich gehe eigentlich für mich daher und habe dann gesagt, ich vereinfache für mich das Kochen. Und zwar dahingehend, ich muss nicht jeden Tag neu kochen. Wenn ich entsprechend eine Planung habe, kann ich das mit dem so vorplanen, dass es für mich von den Zeitabläufen passt oder dass ich Reste habe, die ich mit wenig Aufwand wieder zu etwas Vernünftigem machen kann. Ein Beispiel: aus Linsen kann man zum Beispiel eine schöne Linsensuppe machen, man kann aber auch einen schönen Linsensalat machen. Wenn ich weiß, dass ich beides in eine Woche reinmache, dann lohnt es sich natürlich, dass ich eine größere Menge Linsen einmal aufkoche und mir den Rest, den ich dann für das zweite Gericht brauche, einfach in den Kühlschrank stelle. Das ist dort auch eine gute Woche haltbar und habe dann die Möglichkeit, mir jederzeit schnell irgendwo was anderes, einfaches zuzubereiten. Ein anderes Grundproblem ist es eigentlich, guck doch mal in die ganzen Rezeptbücher rein. Ist egal, ob es beim Herrn Lafer ist, beim Herrn Rosin oder Herrn Hensler oder sonst irgendetwas oder ein Meisterkoch da unten in München, den Herrn Schubeck. Die ganzen Rezepte sind meistens immer ausgelegt auf 2 Personen, 3 Personen, 4 Personen. Ja, da ist halt das Problem, für eine Person kochen nicht so einfach. Gut, es gibt nun Schlaumeier, die sagen, rechne doch einfach das Rezept für auf eine Person runter. Ja, was macht ihr aber dann, wenn beim Rezept für 3 Personen 2 Eier drinne stehen und ihr sollt die dann entsprechend runterbrechen? Nein, Blödsinn. Lass mal das Ganze in der Richtung. Ich koche trotzdem in der Regel volle Rezepte. Für mich hat das einen einfachen Vorteil. Wenn ich dann entsprechend zum Beispiel eine Suppe koche, kann ich eine Portion von der Suppe für mich jetzt sofort essen. In der Zwischenzeit, wo ich gegessen habe, kühlt die Suppe ab und habe in der Regel dann noch 2 bis 3 Portionen von der Suppe übrig, die ich mir einfrieren kann. Das, was ich da einfriere, kann man natürlich auch entsprechend lange halten. Man muss sich aber allerdings eines auch bewusst sein, je länger das in der Tiefkühlung ist, umso mehr an Geschmack wird es verlieren und auch an wertvollen, von den wertvollen Inhaltsstoffen. Aber es ist immer noch gesünder als das, was man sich als Fertiggericht zuführen könnte. Und für mich hat es einen Vorteil, da ich das in der Regel innerhalb von der nächsten 2, 3 Wochen spätestens dann aufgegessen habe, dass ich so was Einfaches und Leckeres zum Essen habe, wo ich nicht viel dran machen brauche. Was ich zum Beispiel einfach nur im Topf gebe und langsam wieder erwärme und so weiter. Also da kann man natürlich dann auch entsprechend vorschauend und vorbauend kochen und sich das Leben deutlich einfacher machen. Und es macht eigentlich dann vieles praktischer. Es lohnt sich auch darüber nachzudenken, gewisse Grundvorräte sich anzulegen. Klar,
Paprika gibt es natürlich im Sommer günstig auf dem Markt, weil dann der Paprika hier von den entsprechenden Gemüseanbauern dann verfügbar ist. Wenn ihr aber auch im Winter irgendwo Paprika haben wollt, könnt ihr genauso gut euch Tiefkühlpaprika erholen. Jetzt würdet ihr sagen, der Typ empfiehlt uns tatsächlich Tiefkühlgemüse. Ja, ich empfehle euch, in manchen Bereichen auch sowas auszunutzen. Denn so schlimm wie dieses Wort ist, ist es letzten Endes nicht wirklich. Die meisten Sachen werden direkt vom Feld verarbeitet und dann so, sehr schnell tiefgefroren, sodass möglichst wenig von den positiven Inhaltsstoffen dabei verloren gehen. Auch finde ich ganz ehrlich gesagt, tiefgefrorene Erbsen einfacher in der Handhabung als deren Verwandten, die aus den Dosen stammen. Und vor allen Dingen, wenn ich mir dann die Erbsen aus den Dosen nehme und da steht dann als Inhaltsstoffe irgendwo noch Wasser, Salz und Zucker drinne, wo ich mich dann frage, wieso muss da in der Dose noch irgendwelches Zucker mit an dem Gemüse dran sein? Nein, da bin ich nicht ganz so glücklich mit. Dann lieber die gefrorene Variante und dann weiß ich zumindest, da war kein Zucker dran gewesen, außer ich habe selber welchen an dem Gericht dran gemacht. Eine andere Sache ist auch aus Dosen kann das ein oder andere besser sein. Habt ihr euch nicht schon mal gewundert, warum eigentlich Köche ganz gerne mit Dosentomaten arbeiten? Ja, ganz einfach, weil die bis zum Ende die letzte Sonne mitbekommen haben, bevor die in der Dose gelandet sind. Da landen wirklich nur die leckersten Tomaten drinne. Und das Zeug, das hält sich, ist und vor allen Dingen der Tomatengeschmack ist auch noch so dermaßen komprimiert und vor allen Dingen die Sorten. Ihr glaubt, wenn ihr hier im Supermarkt reingeht mit einer schönen Strauchtomate, habt ihr irgendwo was Leckeres auf dem Tisch? ich möchte es diplomatisch sagen. Ja, eine Tomate mit ein bisschen Kräuter, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Salz dran, ist eine leckere Sache. Geht aber mal irgendwo hin, sei es auf dem Markt oder in entsprechende Läden, wo es ein bisschen mehr Auswahl gibt und sucht euch bestimmte Tomaten, zum Beispiel auch welche mit ein bisschen älteren Namen oder sowas in der Richtung und probiert die mal im Vergleich zur 0815 Strauchtomate. Ihr werdet ein Geschmackserlebnis haben. Ich habe zum Beispiel das Glück und habe hier Anbieter, die eine Tomate mit dem Namen San Marazzo anbieten. San Marazzo hört sich schon Spanisch nach Sonne an, ist allerdings aber auch die Sorte Tomaten, die von vielen Herstellern genutzt wird, um Ketchup herzustellen, weil diese halt auch am geschmacksintensivsten ist. Das heißt, die Sachen, die im Supermarkt verkauft werden, versteht mich bitte nicht falsch, sicherlich nicht schlecht. Es lohnt sich aber auch hier und da einfach mal über den Tellerrand hinaus zu gucken. Das Ganze setzt sich zum Beispiel auch fort durch dieses saisonale Einkaufen mit einem Gang auf dem Wochenmarkt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, kann ich mir gar nicht leisten. Ja, dann geht mal hin, wenn Gurkensaison ist und vergleicht mal den Gurkenpreis auf dem Wochenmarkt mit dem Gurkenpreis im Supermarkt. Meistens kriegt ihr auf dem Wochenmarkt für denselben Preis noch eine Gurke obendrauf. Gut, kommt natürlich jetzt von euch die Sache, was will ich mit so viel Gurken? Bleibt jeden letzten Endes selbst überlassen. Man kann auch aus einer Gurke sehr viel verschiedene Sachen machen. Eines der leckersten Sachen, die ich irgendwann mal kennengelernt habe, war eine kalte Gurkensuppe. Ja, gerade im Sommer ist das eine nette Alternative zu manchen schweren Abendessen. Also es gibt so viel, was man für sich machen kann. Das setzt sich letzten Endes auch beim Kochen fort. Man kann auch beim Kochen sehr viel für sich selber verändern. Wenn man zum Beispiel Fett sparen möchte,
auf der einen Seite, man kann Crème fraîche nehmen, man kann Schmand nehmen, man kann saure Sahne nehmen. Alleine schon von Schmand zu saure Sahne sprechen wir von 10% weniger Fett. Diese 10% weniger Fett müssen nicht unbedingt 10% weniger Geschmack bedeuten. Das kommt immer darauf an, für was man es braucht, was man zubereiten will und wie es zubereitet wird. Oftmals lässt sich da auf einfachen Wege deutlich etwas einsparen. Was bei mir zum Beispiel mittlerweile gang und gäbe ist, wenn ich zum Beispiel Mayonnaise selber mache. Mayonnaise ist natürlich eine sehr fettlastige Geschichte. Dadurch, dass du ja da in erster Linie Pflanzenöl hinzugibst und dieses kräftig aufschlagen tust, wenn ich die Mayonnaise weitestgehend fertig habe, bin ich mittlerweile dazu übergegangen und tu dort noch ein bisschen Joghurt mit unterrühren, damit eben das Ganze von Fettniveau noch ein bisschen nach unten kommt. Und für mich ist es so, dass das nicht unbedingt schlechter schmecken muss, als wenn ich da auf dem traditionellen Wege das machen muss. Es schmeckt anders, aber nicht unbedingt schlechter. Also es gibt viele Wege, wo man für sich letzten Endes an der Ernährung etwas drehen kann. Ein anderer Punkt ist, selber kochen dauert zu lang. Nein, stimmt nicht. Nehmt mal eure Tiefkühlpizza und macht die mal fertig. Stopp, nicht so schnell. Jetzt macht die Pizza den Ofen erstmal an, vorheizen und so weiter. Und du dann eure Pizza reinschieben. In der Zwischenzeit habe ich auch Gemüse fein gehackt, die Bratpfanne erhitzt, das Gemüse angebraten, etwas Ei dazugegangen und habe ein schönes leckeres Gemüserührei hergestellt. Also von wegen, dass selber kochen endlos lange dauern muss, davon kann man nicht sprechen. Es gibt viele, viele, viele Rezepte und Macharten und Möglichkeiten, was zu machen, wo man auch in Windeseile und auch unter 30 Minuten was Leckeres sich auf den Tisch kreiert hat. Das eine oder andere davon werde ich in den nächsten Wochen, Monaten bei mir im Blog auch zeigen, was man so für Leckereien herstellen kann. Nur um etwas auch den Anreiz und den Weg zu zeigen, wie es anders funktionieren kann. So, jetzt sind wir auch damit so ein bisschen am Ende des heutigen Beitrages angekommen. Insgesamt ist der Beitrag ein bisschen länger geworden, als wie ich es ursprünglich geplant habe. Macht aber nichts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ich euch ein bisschen Anregungen bieten konnte. Ich hoffe, dass es bis zum nächsten Beitrag diesmal nicht ganz so lange dauert, wie es bei diesem der Fall gewesen ist. Insofern, so long, fröhliches Abnehmen, fröhliches Sporteln und gutes Ernähren. Euer Norbert Beck.